Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gordon. Wir schauen uns jetzt die Fliegel-Überladestation an, Version 1.0.1. Das Ganze kommt von ChaosDead1418. Urmodder des Ganzen ist der Farmer Andy. Ja, gibt es nur für PC und Mac. Freigaben von Farmer Andy liegen vor. Das habe ich schwarz auf weiß. Und ja, dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Fliegel-Überladestationen. Die, naja, OGs würde ich jetzt mal nicht sagen, aber Leute, die schon länger im LS unterwegs sind, kennen das Gerät, gedenke ich noch. Ursprünglich aus dem Landwirtschaftssimulator 2015, damals eben von Farmer Andy, ging es dann, glaube ich, im LS17/LS19 durch die Hände von der Modding-Welt und jetzt dementsprechend im 22er vom ChaosDead1418. Es ist, wie es der Name halt schon sagt, eine Überladestation mit 50.000 Liter Kapazität, 7,8 Tonnen Gewicht, 100 PS empfohlene Leistung, 36.000 in der Anschaffung, 1836 im Leasing. Hoppala. Ihr habt drei Config-Blöcke, Logo-Konfiguration, Felgenfarbe und das Kennzeichen. Logo-Konfiguration ist eine reine Spielerei, dass ihr einmal hier unten und einmal in der Abladefläche Logos habt. Da könnt ihr entweder gar nichts auswählen, dann habt ihr hier ChaosDead1418, dann habt ihr eine Schlange, dann habt ihr ein LS als Logo, dann habt ihr Monster Energy als Logo, dann habt ihr ein Pferd als Logo, dann habt ihr einen kleinen Feigling, dann habt ihr Getreideähren da drin oder halt dementsprechend gar nichts. Ist Geschmackssache, ich würde halt gar kein Logo empfehlen. Ansonsten Felgenfarbe ist selbsterklärend und das Kennzeichen ist selbsterklärend. Ihr seht, ihr könnt theoretisch gesehen alles in diese Überladestation kippen, was der LS an Balkoptionen so zur Verfügung hat. Also ab nun Getreide, ab nun Steine, ab nun Mineraldünger, alles bis auf Flüssigkeiten logischerweise ist da möglich. Ja. Schauen wir uns das gute Stück in dem Fall an, so sieht's aus. Und zugegebenermaßen, dadurch, dass es erstmalig im 15er war, sieht es doch auf den ersten Blick soweit auch mal ganz schick aus. Ne? Wir haben hier das Fliegelogo, das pixelt so ganz leicht vor sich hin. Da will er nur ein bisschen hier mich nicht ranlassen. Warte mal, das können wir über... Genau, das können wir darüber regeln. Ihr seht so, da ist es so ein bisschen hier, ne? So ein bisschen Pixelmixel. Aber gut, das hat man auch deutlich schlimmer gesehen. Gut, man sieht hier an kleineren Elementen, was hier eigentlich solche kleinen Bauteile sind, dass die auch ein bisschen matschig sind. Aber ansonsten sieht das Ganze doch gar nicht mal so verkehrt aus. Ne? Also da wurde schon noch gut was gemacht. Wir haben hier die Twin 404-Bereifung von Trelleborg mit drauf, 400/55/17,5-Bereifung mit dazu. Wir haben hier diese Bremsklötze, ne? Also diese Bolzen, die kommen dann, wenn das Ding angekoppelt ist, da rein. Auch ein nettes Detail hinten, Arbeitslicht, die theoretisch ja noch ein Zugmaul, um noch einen weiteren Trailer hinten dran zu hängen. Bremslichter Blinker haben wir dementsprechend auch mit dabei. Wir haben hier eine Rundumleuchte mit dabei. Hier hinten haben wir das Entladerohr bzw. das Förderband, was den ganzen Spaß dann auch wieder nach draußen bringt. Ansonsten habt ihr ja schon gesehen, wir haben hier überall Kollision. Na, jetzt lässt du mich ja nicht mehr drauf, doch. Wir haben hier ebenfalls teils Kollision, die immer mal wieder sind. Hier drinnen ist natürlich keine Kollision, klar. Da werden wir ja später auch reinfahren. Dann haben wir hier drinnen noch Arbeitsleuchten, die das Ganze verbinden. Und hier ist dann dementsprechend die Förderschnecke bzw. das Band, um das Ganze dann zu überladen. Vorne haben wir stinknormalen Kugelkopf und Zapfwellen, Anschlüsse wie dynamische Kabel und Schläuche. Ein paar Warnhinweise hier und da und dann verließen sie ihn auch schon wieder. Wie gesagt, man sieht schon an einigen Stellen, wo das Ganze noch ein bisschen matschig, ein bisschen unscharf ist, dass das Modell älter ist. Beziehungsweise halt aus dem 15er insgesamt stammt. Aber trotz allem ist das doch noch recht ansehnlich. Deswegen ist das soweit eigentlich vollkommen IO. So, ich habe dann hier schon mal was vorbereitet. Generell sieht das Ganze so aus. Also dynamische Kabel, Schläuche und Co. Die sind soweit alle hier mit dabei. Das klappt soweit auch. Die Elektronik, ihr seht hier hinten Bremslichter, Blinker, die separaten Arbeitsleuchten und so, das haut hier soweit auch alles mit hin. Das ist in dem Falle kein Problem. Ihr nehmt das ganze Ding hier dran und dann drückt ihr einmal die Taste X. Dann klappt sich hier links einmal das ganze Teil auf. Wir gehen auch ein bisschen runter, also sprich das Ganze senkt sich so ein bisschen. Dann habt ihr mit der rechten Maustaste noch die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen ja, höher oder niedriger halt zu halten, je nachdem. Ihr habt aber je nach Untergrund, beziehungsweise je nach Geradigkeit der Fläche, gibt es das Wort Geradigkeit? Egal. Ihr seht, ne, hier links geht es jetzt ein bisschen weiter hoch, weil die Fläche nicht eben ist.
Da müsst ihr immer ein bisschen drauf achten, aber generell ist das gar nicht das Problem. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass ihr das Teil, also sprich die Überladestation, an den Traktor dran lasst, sonst funktioniert es nicht. Mit der Taste U könnt ihr einmal hinten das Förderband ausklappen. Das funktioniert auch relativ gut. Die Rundumleuchte, die immer dabei ist, ne, die blinkt halt so feuchtfröhlich vor sich hin. Dann verließen sie ihn wieder und wie gesagt, die Arbeitsleuchten sind hier alle auch mit dabei. So, dann habe ich hier einmal schon mal was vorbereitet. Haben wir einfach mal hier 24.500 Liter Weizen. Die nehmen wir uns jetzt einfach und fahren hier einfach mal rückwärts ran und kippen das Ganze dort aus. In welchen Einsatzgebieten dann diese Überladestation sinnvoll einzusetzen ist, ich glaube, da hat jeder so seine eigene Antwort dafür. Ich demonstriere das jetzt hier einfach mal ganz simpel. Einmal dann ranfahren, irgendwann bekommt ihr die Meldung, hier kannst du überladen, dann drückt ihr einmal die Taste I. Und dann macht er das alles vollkommen automatisch, nicht Steuerung I drücken. Ansonsten glitscht das Ganze nämlich durch und ihr habt davon gar nichts. So, dann kippen wir den ganzen Spaß einmal aus. Wie gesagt, 50.000 Liter passen in dem Falle hier rein. Dann haben wir jetzt hier einmal 24,5. Dann gehe ich mal kurz hier aufs Fahrzeug befüllen, machen wir das Ganze nochmal hier. Haben wir mal zwei Fuhren insgesamt rein. Ihr seht, das schmiegt sich dann dementsprechend auch hier und da ein bisschen ran. Es gibt ab und zu ein paar Probleme hier. Dass das ein bisschen komisch aussieht, ne? Also, dass die Plane da irgendwie so kleinere Lücken mit drin hat. Das ist allerdings auch nur an der einen Stelle so und das verschwindet dann auch weitestgehend. So, wir haben noch ein bisschen hier. So, dann haben wir das Ganze jetzt hier einmal voll und das ganze Ding einmal aus. Somit haben wir jetzt hier einmal 50.000 Liter drin. Wenn wir uns jetzt einmal im Traktor einsteigen, sehen wir das Ganze auch, 50.000 Liter sind drin. Schön, nun können wir uns einen anderen Traktor nehmen und dann einfach unter das Förderband fahren. Na, ja, da zählt auch ein bisschen zu kämpfen hier. Haben jetzt alle nicht die größten Leistungsspektren. So. Und dann gucken wir uns das Ganze einmal an. Dann fahren wir einmal drunter. Ihr müsst nichts machen. Funktioniert völlig automatisch. Und dann überladen wir den ganzen Spaß. Wir haben jetzt natürlich weder hier drinnen noch hier. Na, sieht man da jetzt irgendwas? Weil auch alles verbaut ist. Davon mal ganz abgesehen. Aber ja, das wird dann einmal hier durch die Schnecke theoretisch durchgenommen, läuft dann hier durch, hier nach unten und da nach oben. Da fehlen dementsprechend noch so die Animationen sind ja da, ne? Dreht sich alles, aber da geht halt die Plane halt nicht weiter durch. Deswegen sieht das alles aus, wie es aussieht. Vielleicht könnte man das generell noch animieren, das wäre ganz cool. Kommt vielleicht noch mit einem Update und ihr seht, ich habe jetzt hier die 18.500 Liter da drinnen und hier vorne fehlt uns jetzt die 18.500 Liter. Das funktioniert also in dem Bereich alles ohne Probleme. Ja, und mehr kann das gute Stück in dem Falle auch nicht. Ist klar, wenn wir uns einmal den Lok anschauen, sehen wir, der ist soweit auch sauber. MB-Zahl ist soweit auch angenehm. Wenn mich jetzt nicht alles ganz grob täuscht, irgendwas um die 20, 30 MB, kann sogar noch weniger sein. Aber ja, generell funkt das alles. Wie gesagt, hier fehlen mir vielleicht noch ein paar Animationen und ansonsten so ein paar kleinere Ausfälle in der Textur. Aber ansonsten geht das. Naja, wer Bock drauf hat, Download-Link inklusive Bewertung wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.